ich habe die Fahrt eigentlich deshalb gemacht, weil sehr viele Leute sagen, dass ich, es gibt eigentlich kaum eine Chance, in ein Krematorium zu kommen und einfach mal hinter die Kulisse zu gucken. Und es ist auch immer sehr interessant, einfach mal zu sehen, wie das vor sich geht. Mit mehr Wissenheim. Ja. Hier ist dein Werbespruch, musst du sagen. Es gibt keinen Werbespruch. Bei mir liegen sie richtig, wir liegen sie nicht. Ja, und, ja, ich denke doch, jetzt muss ich mal dann aufzahlen. Ja, genau. Mein Name ist Kevin Voigt, ich bin der Inhaber bzw. Betreiber von diesem Krematorium, das ist ein privat betriebenes Krematorium. Und möchte halt heute herzlich willkommen heißen. Ich freue mich wieder, dass es so eine große Gruppe geworden ist. Das ist die Cafeteria, rechts davon ist die Trauerhalle. Das sind so Räumlichkeiten, die stellen wir eigentlich als Zusatzservice noch dazu für die Bestatter und bzw. für die Angehörige. Sagen mit verstorbenen Auslagen. Der Körper an sich besteht zu über 70% aus Wasser. Das heißt, das geht alles, das verdampft so rein. Die meiste Asche ist wirklich von den menschlichen Knochen, also der Knochenbau an sich, was der Ascheanteil da noch gibt. Die Einfahrt vom Sargstall, der wird hier mit dieser Maschine eingefahren und die sind da abgestellt. Die sind jetzt quer in diesem Boden drin. Das ist jetzt hier ein schlechtes, weil das ein Schnittbild ist. Also die hängen nicht in der Luft, sondern die sind einfach quer. Führe ich jetzt einfach mal vor, wie sowas aussieht. Dann muss ich erstmal bewegen und dann einfach die Platte einmal um 180 Grad drehen und dann fällt die komplette Asche, was hier auf der Platte liegt, in diesen Aschekasten hier unten. Der wird dann hier entnommen. Das zeige ich mal ganz kurz. Das hier ist jetzt dann der sogenannte Sortiertisch. Hier gucke ich mal ganz grob die Asche durch, ob die verstorbene Person irgendwelche künstliche Gelenke hatte. Was wir jetzt hier sehen, sind auch Aschekapseln. Also das nennt man eigentlich auch nicht Urne, sondern Aschekapsel. Weil die Urne wiederum ist eigentlich das, was beim Bestatter rausholt. Also Schwimmurne oder Überurne. Und da passt dann diese Kapsel dann komplett rein. Das heißt, man muss es alle mal umfüllen. Heute waren 50 Personen dabei. Letztes Jahr war der Bus genauso voll. Deshalb habe ich dieses Jahr wieder gedacht, ich mache nochmal so eine Fahrt. Und ich bin wirklich sehr überrascht, dass wieder so viele Personen mitfahren wollten und das Interesse gezeigt haben. Weil es ist sehr wichtig, dass der Tod ein bisschen ins Leben gerückt wird, weil der Tod wird im Moment immer so nach außen geschoben. Niemand möchte mehr mit dem Verstorbenen was zu tun haben. Und eigentlich ist es der wichtigste Abschied in der Zeit, wo der Verstorbene da ist.